So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill. Die erste Woche ist rum als Vertretung für den Mike Seidel und ja, seit Montag haben wir ein Thema gehabt, welches uns begleitet hat und das begleitet uns auch am heutigen Tag selbstverständlich, nämlich das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China. Es ist äußerst interessant, ehrlich gesagt. Ehrlich gesprochen, ich könnte fast schon gefühlt jeden Tag eigentlich dasselbe erzählen. Aber es kommen neue Gedanken jeden Tag dazu, weil in Ergänzung zu diesem eskalierenden Handelskonflikt auch fundamentale Zahlen, die normalerweise eigentlich in meinen Betrachtungen, ehrlich gesprochen, mal eine Rolle spielen, aber dann auch nur, wenn es wirklich ein bisschen turbulenter wird, dann in den asiatischen Handelssitzungen, nämlich die chinesischen Wirtschaftsindikatoren. Das hat sich natürlich jetzt so ein bisschen gewandelt, auch deswegen, weil dort einige Indikationen in eine Richtung tendieren, die in diesem eskalierenden Handelskonflikt weiteres Ungemach bedeuten, tatsächlich dann auch für China Ungemach tatsächlich bedeuten. China hat ja zu Beginn der Woche das erste Mal seit 2008, seit 11 Jahren, dem chinesischen Yuan erlaubt, gegenüber dem US-Dollar unter das 7er-Level zu fallen, also Dollar-Yuan das erste Mal über 7 gestiegen seit 11 Jahren. Und das hat ja dann die USA, beziehungsweise ganz besonders Washington und hier Donald Trump, US-Präsident Donald Trump, auf den Plan gerufen, wonach eben China als Währungsmanipulator gebrandmarkt wurde. Wir hatten dann in dem Zusammenhang ja schon in den letzten Tagen gezeigt, dass das schwierig wirklich haltbar ist tatsächlich, dass das die Marktkräfte sind, die dort an erster Stelle wirken, dass China bis dahin eigentlich immer den Yuan stärker fixiert hat, das auch aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel um die dortige Situation stabil zu halten, Kapitalabflüsse eben einzudämmen, wenn die stattgefunden haben, besonders zum Beispiel im August 2015 ganz dramatisch, dass sie primär als Verkäufer von US-Staatsanleihen aufgetreten sind in Antizipation eines zu schwachen Yuan, um den US-Dollar eben unter Druck zu bringen dann und wie gesagt eben diese psychologisch wichtige Marke zu halten. Ja, und jetzt ist über Nacht ein Datensatz veröffentlicht worden, Verbraucherpreise, die sind höher als erwartet veröffentlicht worden. Erstmal auf den ersten Blick ganz passabel, weil höher als erwartete Inflation impliziert immer auch ein gesundes Wirtschaftswachstum. Das einzige Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Erzeugerpreise zeitgleich nicht gestiegen, sondern tatsächlich sogar gefallen und höher gefallen sind als erwartet. Und dazu wollen wir gleich noch ein bisschen was sagen, denn das könnte einiges an Schwierigkeiten für China dann bedeuten, die auch ja, zeitnah die Frage aufwerfen, wie man dort dann mit dieser Situation umgeht. Equities zeigen sich interessanterweise allerdings bis dato davon noch unbeeindruckt. Bevor wir aber beginnen, wie gewohnt, der Risikohinweis. Ganz wichtig, der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin, kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar, sind keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Wenn man in diesem Fall eine Entscheidung trifft, trifft man die für sich selbst. Das waren die ersten zwei Sätze des Risikohinweises. Den kompletten, vollständigen findet man auf der Webseite von Tickmill. Und dann, wie gewohnt, der Blick hier auf den Wirtschaftsdatenkalender. Ich muss wirklich ganz ehrlich gestehen, als ich die Slides hier vorbereitet habe, was jetzt nicht besonders viel war, aber ja, sprach es, er bereitete vor und dann steht da das Datum von gestern. Ist zwar der heutige Wirtschaftsdatenkalender, aber das Datum von gestern. So, heute ist natürlich der 9.8. Da hätte ich ehrlich gesagt, oder beziehungsweise habe ich es gemacht, einfach in Ergänzung. Also das war so, wir geben kurz einen Überblick über die Wirtschaftsindikation für den Tag, was steht an. Und dann werden wir nochmal kurz drüber gewischt, gesagt, das ist vielleicht für FX-Trader ganz besonders interessant. Für den heutigen Tag, heute Nachmittag sind es dann noch die Arbeitsmarktzahlen zum Beispiel aus Kanada. Kanadischer Dollar aktuell sowieso ein interessantes Währungspaar oder eine interessante Währung, besonders Dollar, kanadischer Dollar. Wenn man das ein bisschen längerfristig zurückbetrachtet, kann man eine interessante positive Korrelation zur Volatilität herstellen. Das bedeutet also, dass wenn die Volatilität am Markt anzieht, das normalerweise für Dollar, kanadischen Dollar ebenfalls in anziehenden Notierungen resultiert. Wir kennen die recht engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Kanada und auch die sehr ähnliche konjunkturelle Entwicklung. Logischerweise ist es in Zeiten von Volatilität so, dass man dann allerdings die größere der beiden Volkswirtschaften natürlich ansteuert bei Kapitalzuflüssen, wo es nicht um Rendite geht, sondern um den Erhalt von Kapital, also Risk-off-Mode.
Mode zum Beispiel, so wie wir ihn aktuell eben vorfinden. Und dann ist es in der Konstellation so, dass wir eben ganz natürlich eine Aufwertung des US-Dollars sehen, zeitgleich eben oder Umschichtung vom kanadischen Dollar zurück in den US-Dollar. Und dass das einhergeht mit anziehender Volatilität, einfach mal um die Idee dahinter zu geben, warum diese Volatilitätskorrelation gegeben ist. So, das also zum kanadischen Dollar. Wie gesagt, da würde man sich darauf fokussieren, aber eben dank dieser jetzt auch gut in das Bild passenden Wirtschaftsindikationen hier aus China, haben wir dort dennoch die Möglichkeit, zwei, drei Zeilen zu verlieren und sollten sie auch meiner Meinung nach verlieren. Trading-technisch, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, hat sich am Bild gestern tatsächlich anders als jetzt die ersten Ausführungen meinerseits implizieren würden, das Bild eher aufgehellt. Also der DAX hat sogar realistisch Potenzial, die Woche im Bereich bis 12.000 Punkte zu beschließen. Wir sind gestern auf neue Wochenhochs gestiegen und es sieht auch derzeit danach aus, als wenn man den Aufschub, so nenne ich es jetzt mal, hier des wieder möglich machens, der Handelsbeziehungen oder Handelsbeziehungen der Beziehung generell, Geschäftsbeziehung zwischen Huawei und seinen US-Counterparts, dass man eben dort eigentlich hätte dramatische Abschläge erwartet. Also kurz dazu ein Blick mal auf einen Tweet. Ich habe das heute früh als erstes, noch bevor ich Guten Morgen getweetet habe, hier geschrieben. Das ist heute Nacht über den News-Ticker gelaufen. US holds off on Huawei licenses after China halts crop buying. Also China hatte sich ja unter der Woche hier dahingehend geäußert, dass man nicht mehr plant, Agrargüter aus dem besonders mittleren Westen eben abzunehmen. Das ist übrigens immer noch etwas, wenn da jemand einen Gedanken zu hat, lasst ihn mich gerne wissen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weswegen Donald Trump hier eine derartige Eskalation mit China herbeiführt, die China jetzt sogar dazu anhält, zu stoppen, damit zu beginnen, keine weiteren, so kann man es vielleicht formulieren, Agrargüter aus dem Mittleren Westen zu nehmen. Warum ist das von Relevanz? Alles, was Trump aktuell macht, muss man ganz klar sagen, ist mit dem Ausblick in irgendeiner Form einen Wirtschaftsabschwung abzufedern, auch die Fed dahingehend zu drängen, eben den Zins zu senken, mehr Liquidität mit sich einer abzeichnenden Rezession am Horizont eben schon jetzt zur Verfügung zu stellen, um eine möglichst sanfte Landung herbeizuführen, sollte es hier zu einem Wirtschaftsabschwung kommen, mit Ausblick auf die Wahl 2020, wo man derzeit vernehmen kann, dass das so die Basis eigentlich einer Wiederwahl Donald Trumps eben tatsächlich ist. Demnach die Eskalation mit dem Handelskonflikt ist jetzt da schon mal ein erster Moment, wo man sagt, da kriegt er zwar, was er will, aber ob die Fed wirklich in der Lage ist, durch ihre Geldpolitik diesen globalen wirtschaftlichen Abschwung abzufedern, das darf bezweifelt werden. Aber ergänzend dazu kommt es eben auch dazu, China sei ein großer Abnehmer von Agrargütern aus dem Mittleren Westen, jenem Bereich in den USA, der eigentlich als, ich nenne es jetzt mal Trump-Hochburg, zählt. Und dieses enge Wahlergebnis damals gegen Hillary Clinton, Trump selbst hat ja weniger Stimmen gehabt sogar. Ich glaube, 3 Millionen Stimmen hatte Hillary Clinton mehr. Nur durch die Gewichtung der verschiedenen Wahlbezirke war es dann eben dennoch am Ende so, dass Donald Trump US-Präsident geworden ist. Und hierbei spielte der Mittlere Westen eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wenn jetzt der China allerdings weniger Güter aus diesem Mittleren Westen abnimmt, der sowieso schon Schwierigkeiten hat, seine Agrargüter unterzubringen, beziehungsweise anders formuliert, profitabel zu arbeiten und somit die Existenz der dort lebenden Menschen zu sichern, dann kann man sich sicherlich vorstellen, dass diese dort Betroffenen mit Sicherheit den Grund für das Scheitern ihrer Existenzen an der sehr aggressiven Handelspolitik mit Donald Trump eben festmachen und dann eher geneigt sind, nicht bei der nächsten Wahl ihm seine Stimme zu geben oder ihre Stimme zu geben. Und das ist etwas, das ich kriege es irgendwie nicht zusammen. Also mir fehlt da irgendwie der Gesamtzusammenhang. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Komponente, die ich nicht sehe, wo jetzt jemand sagt, Jens, das ist so und so. Bitte, fühlt euch frei, mir da über meine Blockade irgendwie hinwegzuhelfen. Ich denke da jetzt schon seit einigen Tagen drüber nach und ich komme irgendwie nicht drauf, was da die Motivation für Trumps Bestreben sein könnte, China dahingehend zu provozieren, hier von eben diesen Agrarprodukten, diese abzunehmen, eben was die Motivation dahinter sein könnte. Gut, unabhängig jetzt davon, wie gesagt, wir hatten auch schon eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes, wir erinnern uns dran, Huawei ist ja einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, und also nicht nur Smartphone, sondern auch Technologieunternehmen mittlerweile, ein großes chinesisches Unternehmen, in staatlicher Hand dort, kein privates Unternehmen, und jetzt ist es so, also die Unternehmerstruktur oder die Eigentümerstruktur dort ist wohl
sehr auf die chinesische Regierung zugeschnitten, soweit ich informiert bin. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir hier mit dem Huawei lange Zeit ja einen Treiber hatten für enorme Volatilität, auch im gesamten Technologiesektor. Der sogenannte FANG-Sektor, der in den USA dann betroffen war und natürlich Volatilität am Aktienmarkt generell nach sich gezogen hat. Das war so, dass natürlich Facebook, Apple, Amazon und dergleichen, besonders Apple, ganz besonders dort als direkter Konkurrent von Huawei im Smartphone-Segment, eben erwartet wurde, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen zu werden in der einen oder anderen Hinsicht. Und Huawei war lange ein Thema, wurde geblacklistet von den USA. Das heißt also, es stand unter Strafe, mit denen Geschäfte zu treiben, oder steht unter Strafe. Und jetzt ist es allerdings infolge der jüngsten Entwicklung oder Annäherung, bevor die nächste Eskalation von Trump losgetreten wurde im Handelskonflikt, vergangene Woche Donnerstag mit den 10% zusätzlicher Importzölle auf chinesische Güter ab September, dass dort eben gesagt wurde, man würde diese Restriktion lockern. Und genau daraufhin zielt diese Headline jetzt hier ab. Es ist so, dass eben man jetzt hier bereit war, diese Lizenzen wieder zuzugestehen und diese Geschäftsbeziehungen wieder aufleben zu lassen zwischen den USA und US-Unternehmen und Huawei. Und jetzt infolge dieser Entwicklung mit dem Agrarsektor ist es eben so, dass man sich dann doch zunächst einmal hier zurückzuhalten scheint. Bis vor kurzem wäre das sicherlich in der Lage gewesen, für massive Volatilität zu sorgen. Auch im Nasdaq über Nacht hat es einen relativ scharfen Abschlag gegeben. Aber wenn wir uns jetzt mal den DAX in dem Zusammenhang anschauen, der hat darauf fast gar nicht reagiert. Also wenn wir jetzt uns den Übernachthandel mal anschauen, dann sehen wir zwar, ja, es ist ein Abschlag erkennbar, deutlich erkennbar. Da lief die Meldung über den Ticker, beziehungsweise dass der Handel dann um 2 Uhr wieder eingesetzt wurde, als dann der Future DAX gehandelt wurde. Aber dramatische Abschläge, davon ist weitgehend nichts zu erkennen, sondern wir haben uns relativ zügig sogar wieder erholt und können uns jetzt auch relativ stabil präsentieren und sind im Bereich der gestern markierten Hochs. Also derzeit ist das eigentlich nichts anderes als eine gesund anmutende Korrektur. Wie gesagt, ganz dünnes Umsatzvolumen natürlich und so weiter. Aber es ist nicht irgendwie dramatisch, dass wir jetzt hier plötzlich mit einem Risk-Off in den Tag starten. Es ist erstmal ein generell positives Zeichen, was auch darauf hindeutet, dass grundsätzlich eher die Long-Seite zu favorisieren ist, aber das kann sich eben jederzeit wandeln. Und genau da kommen dann jetzt eben diese Zahlen aus China von heute Nacht, die eben eine Rolle spielen. Zack, ich klicke da mal eben hier drauf. Trading Economics zeigt, diese Headline erstmal ist alles in allem positiv. China Inflation Rate hits 17-Month-High in July, also das heißt, die Inflation ist über der Erwartung veröffentlicht worden mit 2,8% gegen 2,7%. Wenn wir hier auf diesen Button klicken, dann können wir uns das auch mal historisch anschauen, wie sich dort die Inflation dargestellt hat. Also hier sehen wir, das war auf die letzten 5 Jahre betrachtet ein extrem hohes Reading. Das letzte Mal, dass wir in diesen Gefilden veröffentlicht worden sind, das war Anfang 2018. Wenn wir diesen Ausreißer da mal rauslassen, dann müssen wir tatsächlich schon mal die letzten 10 Jahre uns anschauen. Und da sehen wir, das ist eine Entwicklung mit den 2,8%, die ist durchaus positiv zu sehen. Und eine anziehende Inflation, die resultiert ja zum Beispiel aus der Überlegung, dass Unternehmen produzieren und die Preise anheben, infolge der Tatsache, dass die Wirtschaft brummt, dass sie ihre Belegschaft beispielsweise mit mehr oder besseren, attraktiveren Gehältern ausstatten, also das ist jetzt so der grundvolkswirtschaftliche Gedanke, der dahinter steckt, dass die Konsumbereitschaft hoch ist, der Optimismus für das Land groß ist und dass die anziehende Nachfrage und die Tatsache, dass die Bevölkerung mehr in der Tasche hat, dass die Unternehmen gute oder bessere Löhne zahlen, dass das eben dazu führt, dass die Preise insgesamt ansteigen, also dass die Inflation anzieht. So, das ist der grundsätzliche volkswirtschaftliche Gedanke, der dahinter steckt. Jetzt passiert allerdings was ganz Interessantes. Wir sehen das hier bei den Erzeugerpreisen, Producer Prices, PPI, nicht CPI, Consumer Price, sondern PPI, Producer Price, da sehen wir ein Reading mit minus 0,3%. Und da wollen wir dann vielleicht auch mal ganz kurz drauf gehen. Und zwar dort, die Producer Prices. Können wir mal kurz draufklicken. Ich hoffe, dass das jetzt schnell geht. Na, Producer Price Change ist wahrscheinlich besser. Also wir sehen da schon die ganz klare Tendenz, dass die fällt. Aber wir sehen es auch hier. Wenn man sich die letzten 5 Jahre mal betrachtet, 2016, da sind wir, das war eine Zeit, in der natürlich hier es zu diesen Turbulenzen damals kam. 2014 bis 2016, wir erinnern uns August 2015, da kam es zu massiven Turbulenzen, auch im Emerging Market Sektor wieder. Da war es so, dass dort eine Blase am Aktienmarkt platzte
Und auch das der Graukreditmarkt begann so ein bisschen zu schwanken. Und infolgedessen, das Risiko bestand, dass es dort zu einer Reihe von Zahlungsausfällen in China und bei chinesischen Unternehmen eben tatsächlich kommt. Davon hat sich China dann sehr, sehr zügig wieder erholen können und die Erzeugerpreise sind massiv gestiegen. Steigende Erzeugerpreise sind gemeinhin ein Indiz dafür, dass die Gewinnmargen der Unternehmen natürlich auch attraktiv sind, bleiben, steigen, höher sind. Man sieht allerdings jetzt mittlerweile eine relativ klare Tendenz auf der Unterseite. Also anders formuliert, die Unternehmen verdienen jetzt im übertragenen Sinne aktuell nicht mehr, sondern sie zahlen sogar drauf, beziehungsweise sie sehen einfach hier massiv schrumpfende Gewinnmargen. Und das ist natürlich im derzeitigen Umfeld ein großes Problem. Jetzt könnte man nämlich überlegen, und das hat China lange Zeit gemacht, beispielsweise. China ist hergegangen und hat einfach seine Unternehmen dann entsprechend in Anführungsstrichen gepampert. Also das heißt, China ist dann hergegangen und hat zum Beispiel eine Zinssenkung auf den Weg gebracht. Ja? Also hat beispielsweise billiges Geld in das System gegeben, um eben dann an dieser Stelle beispielsweise die Unternehmen, die Gewinnmargen wieder zu steigern und den Unternehmen eben, ich sag mal jetzt, das Schmiermittel zur Verfügung zu stellen, um den Motor solide am Laufen zu halten, ja, mehr Liquidität. Problem bei der ganzen Sache ist, wenn die Inflation anzieht, also besonders im Ernährungsbereich, also besonders die Food CPIs, also das heißt Lebensmittel, Verbraucherpreise sind eben tatsächlich gestiegen, dann hast du erstmal das Problem, dann kannst du nicht mehr per se hergehen und kannst jetzt mehr Liquidität ins System geben, weil das nämlich zeitgleich auch dazu beiträgt, dass die Verbraucherpreise weiter steigen. Und demnach hätte das nicht unbedingt den Effekt, den du dir tatsächlich erwünscht. Jetzt könnte man dann überlegen, ja gut, wie könnte man denn in irgendeiner Form zum Beispiel Schweine, also beziehungsweise Preise für Schweinefleisch sind davon beispielsweise massiv betroffen. Das ist klar geworden, jetzt über Nacht bei den Zahlen, die veröffentlicht worden sind, könnte man da nicht in irgendeiner Form vielleicht ein Mehrangebot, sag ich mal, an Schweine zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ja, das wäre eine Überlegung. Problem bei der Sache ist jetzt allerdings, dass wir aktuell dort ich weiß gar nicht, gibt es Pig-Ebola, also ist so ein Ebola unter Schweinen, also da gibt es aktuell eben eine Epidemie, die eher dafür sorgen wird, dass das Angebot an Schweinen, die eben dann verarbeitet werden, dass das eher geringer wird, was nachweislich dazu führt, dass die Preise steigen sollten. So, also das heißt, diese Option besteht tatsächlich auch nicht und alternativ könnte man jetzt natürlich dann überlegen, dass man beispielsweise den chinesischen Yuan stabilisiert. Also sprich, dass man eben jetzt an diesem Zusammenhang dann versucht, in diesem Zusammenhang eine Abwertung durch die Abwertung der eigenen Währung, Entschuldigung, Aufwertung der eigenen Währung, dieses Problem in den Griff zu bekommen, dieser fallenden Producer Prices. Problem ist, man befindet sich aktuell im Handelskonflikt mit den USA, hat also auch nicht diese Optionen, die man dann ziehen kann, wonach eben tatsächlich sich China derzeit in einem also nicht dramatischen Dilemma, wir sind noch nicht dramatisch unterwegs, aber wir sind auf jeden Fall schon auf einem in einem Bereich unterwegs jetzt, der langsam so ein bisschen sorgenvolle Mienen nach sich zieht und wo sich China sicherlich Gedanken machen muss, wie man diesem Problem begegnet. Und besonders dann, und jetzt kommt es genau wieder, genau dann, wenn Donald Trump über diese Entwicklung informiert wird oder sich dieser Entwicklung bewusst wird, dann werden die Attacken seinerseits gegenüber China, so wie in der jüngeren Vergangenheit sich das schon bereits gezeigt hat, wieder harscher werden. Und er wird eventuell hier vielleicht sogar dann mit der taktischen Überlegung aufwarten, dass er sagt, ja, dann attackiere ich China, stelle weitere Importzölle in Aussicht, was dazu führt, dass hier infolgedessen also der Yuan weiter abwertet durch die Marktkräfte. Das wiederum versetzt mich in die Lage, weitere rhetorische Attacken zu fahren und China als Währungsmanipulator zu labeln, zu brandmarken und dann auch zeitgleich dafür Sorge zu tragen, dass sich diese Divergenz zwischen Verbraucherpreisen, die einerseits ansteigen, und Erzeugerpreisen, die fallen, noch weiter auszudehnen und hier China vor ein noch größeres Problem dann aus Konjunktur oder aus wirtschaftlicher Sicht zu stellen. Das wäre eine Überlegung, die logisch wäre, die allerdings dann im Kern wiederum darauf zurückzuführen wäre oder die dazu führen dürfte, dass eben tatsächlich Equities sich infolgedessen eher weiter unter Druck präsentieren. Also das heißt, die aktuelle, ich muss übrigens hier mal kurz was machen, das stimmt nämlich nicht, das ist ein Hourly Chart. Ich hatte den mal als
Daily eingestellt gehabt, um die Aufwärtsstruktur hier zu kennzeichnen. Aber den wollen wir jetzt mal hier zu einem Hourly umfunktionieren. Dass eben hier mit diesen Aufschlägen gerade es vorsichtig zu sein gilt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass man hier jederzeit mit einer Eskalation des Handelskonfliktes wieder konfrontiert sein kann. Tweets oder Twitter-Attacken von Donald Trump infolge dieser Überlegung, die ich gerade dargelegt habe. Und dann infolgedessen eben von diesen Aufschlägen nicht mehr besonders viel überbleibt, sondern wir stattdessen einen scharfen Rücksetzer nochmal zu sehen bekommen. Wobei natürlich herauszustellen bleibt, dass solange wir oberhalb hier dieses Bereiches um 11.550 Punkten traden, und davon sind wir derzeit ja 300 sind ein bisschen viel, sind wir entfernt, dass dann in diesem Zusammenhang eben erst ein Unterschreiten dieses Bereiches wirklich signifikant erachtet werden sollte, meines Erachtens. Wir haben dreimal auf diesem Bereich aufgesetzt, dadurch wächst aber eine höhere Signifikanz als jetzt bei den alten relativen Tiefs oder jetzt hier ausgebildeten relativen Tiefs gestern im Laufe dieser Aufwärtsstruktur. Dass wenn wir diesen Bereich unterschreiten, dass dann nochmal Attacken auf die 11.350er-Regionen beziehungsweise 11.250er-Region ganz besonders denkbar werden. Das ist der Bereich um die März-Tiefs, den wir hier ausgebildet haben. Also, fassen wir das mal ganz kurz zusammen, was ich gerade gesagt habe. Es besteht weiterhin, ausgehend von den jetzt jüngsten Wirtschaftsindikationen aus China, die Chance oder beziehungsweise das Risiko, so ist es eher zu formulieren, dass Donald Trump noch einmal in die sich abzeichnende Schwäche hineinschlägt mit neuen Tweet-Attacken, beispielsweise die in Aussicht gestellten Importzölle auf chinesische Güter letzte Woche Donnerstag von 10%, zum Beispiel auf 25% anhebt. Wirklich Verhandlungsspielraum scheint es nicht zu geben. Also Verhandlungsspielraum im Sinne von, dass man sagen könnte, man setzt sich wieder gemeinsam an einen Tisch. Dafür ist das Tischtuch scheinbar zerschnitten. Und offensichtlich ist auch nicht wirklich im Sinne derzeit von Donald Trump, hier irgendwelche Diskussionen mit China eben auf den Weg zu bringen oder neue Verhandlungsgespräche irgendwie zu führen oder irgendwie auch einen positiven Aspekt in die Märkte zu geben, wonach die Gespräche aufgenommen werden und infolgedessen neue Allzeithochs dann in den Mittelpunkt des Geschehens rücken oder sonst dergleichen. Also das heißt, es ist eher wahrscheinlich, dass wir eine neue Eskalationsstufe sehen und die wird gestützt durch eben die jüngsten Wirtschaftsindikationen, die da gegeben sind. Nichtsdestotrotz, solange es diese Deeskalation nicht gibt, ist weiterhin erstmal damit zu rechnen, dass es zu einer fortschreibenden Korrekturbewegung, also einer Regression kommt. Der Modus bleibt also bearish, aber nichtsdestotrotz, dass eine Gegenbewegung ansteht, in dessen Mittelpunkt des Geschehens die 12.000er-Region auf der Oberseite steht. Wenn wir den Bereich sogar überwinden können, könnten sogar weitere Aufschläge hier bis in den Bereich dieser rot gestrichelten Linie stattfinden. Das ist die Region um 12.150 Punkte. Also kurzfristig bleibt der Modus im DAX auf jeden Fall long und auch nach den gestrigen Aufschlägen, was wir hier Intraday zu sehen bekommen haben, ist auf jeden Fall eher mit der Long-Seite zu rechnen. Gestern in den Abend hinein kam es ja hier zu einer Aufwärtsbewegung, darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Erklärung, die dafür gegeben wurde auf breiter Front, ob die wirklich hinreichend ist. Das hat nämlich mit der Bundesregierung tatsächlich zu tun und der schwarzen Null, aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, also in dem Zusammenhang sehen wir eher einen Vorteil auf der Long-Seite. Mittelpunkt des Geschehens auf der Oberseite ist die 11.850er-Region. Es wird die rausgenommen, sind weitere Aufschläge denkbar. Nichtsdestotrotz ist jederzeit auch wieder mit einem scharfen Push auf der Unterseite zu rechnen. Also wir sind mal gespannt, wie jetzt gleich die Kasseneröffnung darstellt. Aber mit, ich sag mal, 60-40, eher 70-30 vielleicht sogar, ist der Vorteil eher auf der Long-Seite zu suchen. Und ausgehend hier auch von dieser blaufarbenen Linie sieht es derzeit danach aus, als wenn wir oberhalb dieser eröffnen werden. Das heißt also, der Intraday-Vorteil zunächst auf der Long-Seite gesucht werden soll. Was meine ich damit? Das ist mein Trendindikator, mein Trendfilter. Also sprich, ich sage, die Open Range definiert zwischen 8 bis 9.05 Uhr. Und solange wir oberhalb dann dieser blaufarbenen Linie, also im EMA 50 auf 5-Minuten-Basis traden, favorisiere ich nur Long-Engagements und umgekehrt handeln wir drunter, nämlich eben eher Short-Engagements in Betracht. Man kann auch in der Vergangenheit sehen, das vielleicht ganz interessant, das ist eine interessante, wie soll ich das nennen, dynamische Widerstand- und Unterstützungslinie. Also es ist echt interessant zu sehen, dass wir recht häufig in diesem Bereich Unterstützung und Widerstände in trendigen Märkten ganz besonders finden, sowohl hier auf der Unterseite, als auch wenn wir dann drunter fallen, der Modus in Richtung Short switcht, dass wir dann hier zunächst mal Widerstand finden. Das sind jetzt nur zwei Auflagepunkte, deswegen sieht das nicht so signifikant aus, aber wenn man sich das zum Beispiel mal hier anschaut, das war der Kursverlauf von vergangener Woche, von Montag, da kann man erkennen, es ist nicht punktgenau, aber
der Bereich wird akzeptiert. Und solange es keine signifikante Rückeroberung dieses Bereiches gibt, scheint dann der Vorteil für den jeweiligen Tag auf der jeweiligen Seite zu liegen, in dem Fall auf der Unterseite. Das gleiche sieht man aber auch auf der Oberseite. Ich guck mal ganz kurz, das ist natürlich jetzt in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen schwierig. Ah, hier kann man es einigermaßen erkennen. Das ist noch ein recht choppiges Marktumfeld. Daher kann man auch zum Beispiel dann ganz interessante Rückschlüsse aus tradingtechnischer Sicht dahingehend ziehen, wenn man sich die Frage stellt, sollte ich jetzt die Bewegung noch kaufen? Also anders formuliert, wenn wir jetzt die Open Range hier massiv aufreißen und zum Beispiel irgendwo hier oben um 11.850 die Eröffnung dann sehen, beziehungsweise das Hoch der Open Range, dann würde ich in Relation zu dem EMA ungern einen direkten Break Long traden, weil es nämlich auch zu sogenannten Mean Reversion Bewegungen kommt. Mean Reversion bedeutet, dass der Markt dann eine Tendenz dazu hat, zurück zu dieser blaufarbenen Linie zu laufen, auf die aufzusetzen und dann sich in Richtung neuer Hochs zu bewegen. Plus ich habe zudem noch die Gewähr, dass ich dann auch beobachten kann, ob der Markt überhaupt diesen Bereich halten kann, ob es überhaupt gelingt, hier diese Aufwärtsstruktur in dem Fall dann zu halten oder Abwärtsstruktur, je nachdem in welche Richtung. Und daraus könnte sich dann zum Beispiel auch eine Anpassung dieses Ansatzes dahingehend ergeben, dass man sagt, ich versuche im Endeffekt eigentlich Rücksetzer gegen diesen EMA dann long zu traden und versuche dadurch auch mein CRV zu verbessern. Also würde zum Beispiel einen solchen Rücksetzer auf die blaufarbene Linie long handeln mit einem Stop unterhalb der Tagestiefs in Erwartung, dass neue Hochs markiert werden. Zum Beispiel wäre das eine Herangehensweise. Ja, soweit das also zum DAX. Kommen wir mal zum Bund. Beziehungsweise, ich will es mal ganz kurz hier zeigen, auf 15-Minuten-Basis, also das sieht nicht besonders attraktiv aus, aber hier, da gibt es einen kurzen Spike dort, 16.45 Uhr war es, plötzlich massiver Abschlag auf der Unterseite, wir haben zeitgleich auch den Euro auf der Oberseite spiken sehen, Euro-US-Dollar, Moment, so, und zwar kann man das hier erkennen, naja, das kann man hier erkennen. Naja gut, also man kann auf jeden Fall sehen, da ist auf jeden Fall ein Docht erkennbar, ein längerer auf der Oberseite. Vielleicht sollte ich was anderes machen, vielleicht sollte ich das Währungspaar nehmen, wo ich gestern blöderweise auf der falschen Seite erwischt worden bin. Und zwar hier im Euro, da, das ist diese Kerze in der Mitte. Da hat es diesen scharfen Spike plötzlich gegeben, aus dem Nichts kommend, der uns hier in Richtung der neuen Hochs geschossen hat, kurzzeitig über die Tageshochs geführt hat, da lag der Stop ausgestoppt worden und am Ende des Handelstages handelten wir wieder unterhalb des Entry-Kurses, also ausgehend von diesem Asia-Breakout. Den hatten wir im Bootcamp damals thematisiert und ja, es war erstmal sehr ärgerlich, weil auch es keine 15 Minuten gedauert hat und wir haben wieder im Ausgangsbereich der Kerzen hier gehandelt und ich habe natürlich mir die Frage gestellt, was war denn das jetzt gerade? Und die Begründung war relativ zügig gefunden. Es gab ein Gerücht, wonach die schwarze Null, die ja in der Bundesrepublik eben, also dieses Gerücht, die Bundesrepublik Deutschland, die arbeitet ja sehr stark auf den Erhalt der schwarzen Null hin, also dass keine neuen Schulden gemacht werden. Und dann gab es eben die Meldung, dass man hier in Bezug auf Aufrüstungen, so nennen wir es jetzt mal, im Klimasektor, dass man eben in dieser Konstellation, dass man dort sich überlegen könnte, diese schwarze Null im Grunde genommen ad acta zu legen und Ausgaben dann für Intensivierung der Klimabemühungen eben dort in diesem Bereich Schulden zu machen. Und das hat natürlich dann entsprechende Auswirkungen auf den Zins gehabt deutscher Bundespapiere, der sehr, sehr stark negativ notiert, 10-jährige Bundespapiere notierten, also der Bund-Future bei minus 0,58, glaube ich, oder irgendwie sowas in dem Bereich, neue Rekordtiefs hier, beziehungsweise neue Rekordhochs im Bund-Future markiert worden, Allzeithochs. Und dann ist es so gewesen, dass wir dann eben natürlich infolge der Inaussichtstellung einer höheren Schuldenquote, sondern Schuldenmachens, dass natürlich das erstmal negativ sich auf die Bonität generell ausweicht und natürlich zum Anstieg des Zinses, also zumindest einen kurzen Mini-Spike führt. Der ist natürlich im relativ dünnen Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, sehr sensibel, weil ein Spike in Zinsen 10-jähriger deutscher Bundespapiere hat natürlich auch kurzfristig dann entsprechend positive Auswirkungen auf den Euro, denn genau da kommt dann nämlich eben die Rückabwicklung zum Beispiel von Carry Trades ins Stocken, die den beziehungsweise die Rückabwicklung wird von Carry Trades, deswegen, weil die Finanzierung teurer wird, wird eben angeheizt und dadurch kommt es eben zu einem kurzen Spike im Euro in diesem Fall, zum Beispiel auf der Oberseite. Problem bei dieser Argumentation allerdings ist, dass diese Meldung, können wir mal ganz kurz hier eingeben, schwarze Null und Klima,
Wenn man das googelt, dann fällt einem auf, dass diese Meldung gestern schon vor einem Tag, ja, war, aber dass dort diese Meldung schon gestern früh über den Ticker lief. Deswegen finde ich es sehr schwer, diese Korrelation herzustellen. Es wurde von allen Seiten gespielt. Vielleicht war es einfach nur eine Imbalance im Orderbuch oder plötzlicher Nachfrageüberhang im Euro. Ich weiß es nicht. Was auch immer der Grund war. Unterm Strich, ich hatte den Trade eigentlich jetzt schon wieder vergessen, dass ich jetzt nochmal drüber spreche. Bringt ihn nochmal irgendwie präsent voran. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dieser Spike, der hat gestern eben bei mir kurzzeitig für Unbehagen gesorgt, weil ich eben ausgestoppt wurde aus einer Position, die ich gehalten habe. Vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, es hat keinerlei großer nachträgliche Auswirkungen in irgendeiner Form. Stattdessen ist es so, dass das Bild im Euro identisch bleibt. Jetzt hier mit Ausblick eben auf dann den Bereich so um Roundabout 1,12. Ich bin sehr skeptisch, ob es gelingen wird, hier diesen Bereich zurückzuerobern, mit Aussicht auf eben eine sich am dann 12. September sehr expansiv zeigende EZB. Auch mit der Sorge darum, dass es vielleicht ein Aus- oder Überschwappen des Handelskonfliktes von China auf Europa gibt, dass auch entsprechende Sanktionen, Importzölle auf zum Beispiel den europäischen Automobilsektor verhängt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist tatsächlich nicht besonders hoch, weil dann wiederum gesagt werden muss, rein taktisch macht es mehr Sinn, sich auf jetzt ganz besonders China seitens der USA, seitens Trump zu fokussieren, statt jetzt noch mal eine zweite Front an Anführungsstrichen aufzumachen, die dort eben dann Europa betrifft. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eben ich für den Euro ein bisschen skeptisch bin und für Long-Engagements hier im Euro zum US-Dollar weiterhin nicht wirklich zu haben bin. Mein Hauptmarkt weiterhin eigentlich der Dollar zum japanischen Yen bleibt und ich davon ausgehe, dass zeitnah die Risikoaversion wieder anzieht, auch die Volatilität nochmal schärfer anzieht und dass dann infolgedessen dieser Bereich um die Flash-Crash-Tiefs um 105 nochmal in den Mittelpunkt des Geschehens tatsächlich rückt. So, und dann final noch der Blick hier auf Gold. Dort kann man es, da muss ich jetzt allerdings diese Linie ändern, kann man erkennen, was mein Wunschszenario ist. Mal gucken, ob der Markt mich hier hört. So. Ich würde mir ausgehend von diesem stark überdehnten Modus jetzt auf der Oberseite gerne eine Korrekturbewegung wünschen, die uns zurückführt bis in den Bereich bis 1400, 440, 450 US-Dollar pro Feinunze, dass man eben diesen Bereich dann für Long-Engagements in Betracht zieht. Stop wäre der Bereich hier um 1380 US-Dollar pro Feinunze. Ab Montag öffnet sich auch ein saisonal bullisches Fenster. Also rein fundamental spricht einiges für Gold. Weiter unter Druck bleibende Zinsen, bevorstehende Short Squeeze in T-Note Future zum Beispiel, Risikoaversion, die in den Markt kommt, klassischer sicherer Hafen, Gedanke, der forciert wird, weitergetragen wird. Das sind alles positive Aspekte für Gold aus fundamentaler Perspektive. Rein technisch sind wir klar bullisch durch den Ausbruch auf neue Jahreshochs und jetzt auch die Attacke der 1500er Region. Das heißt, rein technisch spricht auch wenig gegen weiter steigende Preise in Gold. Und ab Montag öffnet sich, wie gesagt, dann auch ein saisonales Fenster. Das läuft zwischen dem 12.9., 12.8. im August, 12.8. bis zum 5.9. Die Key-Parameter dessen, die werde ich dann am Montag hier in den neuen Handelsideen für den Montag dann entsprechend präsentieren. Das ist ein bisschen längerfristig ausgelegter Trade und sicherlich sehr attraktiver. Ja, und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, werden aber Rücksetzer gegen den Bereich bis 1400, 440, 450 US-Dollar pro Feinunze wünschenswert, wobei sich das Problem da derart darstellt, wo sollen diese positiven, also beziehungsweise diese korrektiven Faktoren herkommen? Wirtschaftsdatenkalender ist verhältnismäßig dünn und ehe sich die Situation im Handelskonflikt mit den USA und China auflockert und Trump in Anführungsstrichen locker lässt, wird sich die Situation wahrscheinlich eher nochmal weiter dramatisieren. Das ist etwas, was gegen solch eine Korrektur spricht. Nichtsdestotrotz, aus rein CRV-technischer Sicht wäre das mit Sicherheit attraktiver. So, ich schaue es mal ganz kurz in die Chatbox, ob sich hier jemand. Ah, okay, da kommt die Frage, was ist mit Italien? Spielt aktuell, glaube ich, keine Rolle. Die Frage, die resultiert aus der Tatsache, dass, wir können das mal ganz kurz googeln, dann haben wir auch die Headline dafür, dass der Salvini jetzt wohl Neuwahlen anstrebt, weil er sieht, dass es wohl keine Mehrheit mehr gibt. Guck mal kurz. So, einen Moment. Ja.
Also, da sieht man die Headline: Forderung nach Neuwahlen. Salvini stützt Italien in die Krise. Er sieht für sich offensichtlich eine Chance, eine Mehrheit im Parlament zu erhalten. Und infolgedessen strebt er diese Neuwahlen eben an. Jetzt ist natürlich die Sache, dass man das als möglichen negativen Aspekt für den DAX durch ein Wiederaufflammen der Euro-Schuldenkrise oder beziehungsweise eine euroskeptische Haltung irgendwie interpretieren könnte. Aber das ist dann wie in der Modewelt auch. Es würde eine Rolle spielen, wenn der Markt wirklich darauf achten würde. Hätte ich es jetzt gestern nicht zufälligerweise im News-Ticker, ich glaube bei NTV war es oder bei N24, ich weiß gar nicht, und das nur beim Durchseppen gesehen, dann hätte ich jetzt erstmal gucken müssen, was sich dort entwickelt hat, weil einfach der Hauptfokus der Märkte ganz klar weiter auf China und dem Handelskonflikt liegt. Also das heißt, die Frage ist absolut berechtigt, aber nichtsdestotrotz spielt das derzeit keine Rolle, auch nicht für den Euro. Der ist derzeit, Euro-US-Dollar dann ganz besonders, der ist derzeit ganz klar fokussiert auf, ich mache das jetzt mal hier zu, das ist wahrscheinlich ein bisschen Ressourcen verschwendend. Da liegt der Fokus ganz klar auf dem US-Dollar und auf den Entwicklungen dort und dem Handelskonflikt, den Zinsmärkten in den USA ganz besonders. Da spielt derzeit Salvini und seine Forderung nach Neuwahlen keine Rolle. Auch ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich persönlich glaube, wenn er die Mehrheit bekommen würde im Parlament, würde das gleichzeitig, das ist die Frage, die ich aufwerfe, die könnte ich tatsächlich derzeit nicht beantworten, würde das gleichzeitig so viel mehr Macht für ihn bedeuten, dass er in der Lage wäre, die Politik in Italien dahingehend zu beeinflussen, dass es zu neuen Quälereien zwischen Brüssel und Rom kommt. Im ersten Moment, wenn ich die Frage jetzt beantworten müsste, würde ich sagen, ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Also die Situation könnte dann nicht wirklich noch sich spannender darstellen, also angespannter, nicht spannender, angespannter darstellen, gefühlt jedenfalls. Und demnach bin ich dann noch nicht mal sicher, dass wenn das jetzt der Haupttreiber wäre, dass es Volatilität begünstigen würde. So, dann gucke ich nochmal kurz hier in die Chatbox bei GoToWebinar, einen kurzen Augenblick. Ja, das kann man so sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, der Peter hat das Webinar jetzt schon fast verlassen, aber vielleicht gucken Sie sich die Aufzeichnung an. Also, er sagt, EMA, SMA oder was weiß ich, interessiert niemanden im institutionellen Handel. Das ist Zufall, wenn er da dreht. Ich bin auch niemand von der Sorte, der in irgendeiner Form irgendwelche, also ich bin sowieso recht skeptisch, was technische Analyse betrifft. Nicht, dass ich sie als Hilfs-, also ich sehe sie als Hilfsmittel und nicht als mehr und nicht als weniger. Also, jemand, der sich nur auf die technische Analyse fokussiert, finde ich schwierig, weil es einfach zu viele auch externe Faktoren gibt, die dort eine Rolle spielen. Ja? Und ich kann mich erinnern, ich habe jetzt vor kurzem eine Diskussion nicht verfolgt, aber ich habe gesehen, dass es dort ein Thema gab, wonach eben der Einfluss von Donald Trump, den er auf die Märkte auswirkt, eben tatsächlich thematisiert wurde. Und interessanterweise, also und wie schwierig es dadurch ist zu traden, ja, nicht, dass es das sowieso schon wäre, das, was ich in dem Zusammenhang halt ganz interessant fand, ist, dass dieserjenige welche, der diese Diskussion dort angestoßen hat, oder auch von denen, die diese Diskussion mitgetragen haben, dass die bekannt sind, sehr stark fokussiert auf die technische Analyse zu sein. Ich weiß, dass einer der Eckpfeiler der technischen Analyse meines Wissens nach ist, dass der Preis bereits alles diskontiert. Und genau da muss ich dann so ein bisschen natürlich die Frage aufwerfen, da müsste er eigentlich auch Donald Trump doch diskontieren, oder? In irgendeiner Form, ausgehend von Personen aus seinem Umfeld, die sich das dann tradingtechnisch irgendwie zunutze machen oder sonst dergleichen. Das ist natürlich eine sehr ketzerische Frage, ja, und ich erwarte auch nicht, dass ich mir damit besonders viele Freunde mache, aber Fakt ist, sich alleine nur auf diese eine Analysemethode zu fokussieren, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn es hilft und wenn es funktioniert, dann spricht nichts dagegen. Oder ich formuliere es mal um. Das, was ich jetzt gerade hier zusammen mit dem EMA 50 thematisiert habe, auf 5-Minuten-Basis, jemand, der im 8-, 9-, 10-stelligen Bereich Beträge in den Märkten positioniert, über mehrere Wochen sich positioniert, in Trendbewegungen, im global makroökonomischen Bereich, der wird sich mit Sicherheit nicht im 5-Minuten-Chart angucken. Das weiß ich auch. Aber es ist eben schon seit geraumer Zeit erkennbar, dass dieser EMA zumindest aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Nicht, dass sich das früher oder später mal ändern kann. Und solange es funktioniert und positive Auswirkungen auf meinen Handel hatte, dazu beiträgt, dass mein Erwartungswert infolgedessen verbessert werden kann, denke ich, ist es absolut legitim, auch solche Hilfsmittel nicht herbeizuführen, sondern heranzuziehen in seinem Trading und diese auch entsprechend zu nutzen. Ganz zu schweigen, dass ich glaube, dass der 200er SMA schon eine Relevanz besitzt.
Zumindest wurde er mal von Paul Tudor Jones in Magier der Märkte thematisiert. Das war jetzt auch schon 30 Jahre her, dieses Interview, aber nichtsdestotrotz ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese einfache Möglichkeit, eben Trends eben zu identifizieren, dann auch für beispielsweise Risk Parity Funds schon eine Herangehensweise thematisiert oder eine Möglichkeit, um eben zu Ansätze zu quantifizieren und dann entsprechend die Portfolio-Allokation auszurichten und wie viel man eben dann Equities Overweight hat, also das heißt mehr Equities im Portfolio, als man zum Beispiel Anleihen im Portfolio hat. Das ist mit Sicherheit nicht die einzige Herangehensweise, da spielt ganz besonders auch die Volatilität natürlich noch eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass diese herangezogen wird. Und jetzt sehe ich danach den, genau, zur Disziplinierung des Privatanlegers, damit er eine Richtschnur hat für seine Strategie. Genau so, so kann man es relativ gut formulieren. Wie gesagt, wenn sich nachweislich über ein längeres Zeitintervall, und dann sprechen wir von einem Zeitraum von sicherlich 5 Jahren und länger, was allerdings im 5-Minuten-Bereich schon eine Menge ist, wenn das dazu führt, dass eben der Trader besser wird und auch seinen Handelsansatz disziplinierter verfolgen kann, ich glaube, dann erfüllt das einen sehr, sehr guten Zweck. Und vor allem, wenn es dann auch noch funktioniert und einen positiven Erwartungswert hat, dann spricht, glaube ich, nichts dagegen, den zu verwenden. Ob der institutionelle Handel das jetzt verwendet oder tatsächlich nicht, das sei dann tatsächlich wahrscheinlich oder ist vollkommen sekundär eben in der Tat. Ja, das wäre es meinerseits gewesen. Jetzt sehe ich gerade, das ist das längste Format bis jetzt gewesen. Montag, 8:30 Uhr, täglich neue Handelsideen gemeinsam mit Tickmill. Ich gebe einen Ausblick dann auch für die Gesamtwoche, was für News-Events anstehen und der weiter. Wie gesagt, heute weiter Fokus natürlich auf den Handelskonflikt. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Situation darstellt, auch hier dann für den DAX. Wir sehen aktuell eine relativ choppige Eröffnung. Also das heißt, ein weiteres starkes Aufwärtspotenzial wird erstmal derzeit nicht gesehen. Genauso ist es allerdings auch nicht so, dass wir sofort massiv abkippen. Das kann jederzeit, wie gesagt, kippen. Die Entwicklung aus China, das ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist vielleicht eine Öffnung, die Trump ausmacht, in die er reinsticht. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Die Zusammenhänge habe ich versucht zu schildern. Ich hoffe, dass die nachvollziehbar waren. Wenn Fragen kommen sollten, stellt diese gerne. Auch per Mail jetzt im Nachgang. Dann schickt einfach Ellen eine Mail, die leitet sie mir weiter zum Beispiel. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns Montag wieder. Dann 8:30 Uhr zu den täglichen neuen Handelsideen gemeinsam mit Tickmill als Vertretung für den Mike Seidel. Das war's meinerseits. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.